Hey, hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lost mit Xbox 360. Im letzten Part haben wir das Juwel geholt. Ich gucke mich jetzt noch kurz in diesem Flügel um und dann gehe ich endlich zu diesem mysteriösen Spiegel. Es ist verschlossen, Gott sei Dank. Wir haben ein kleines Problem. Wenn ich mir so meine Charaktere da anschaue und meine Items, ist es das, was ich befürchtet habe. Ich habe nämlich noch drei Mana-Kapseln. Damit kann ich noch dreimal Leute voll manarisieren und eine Seelenmedizin-TP und MP heilt. Und ab dann habe ich nichts mehr, was in irgendeiner Weise die MP meiner Charaktere. Doch, Heilungstrank. Okay, da habe ich noch zwei. Aber das sind halt so eine Dinge, die gleichzeitig noch ultra viel HP heilen. Und die will ich eigentlich nicht verschwenden, wenn mir nur MP fehlen. Und das ist etwas. Eine blöde Situation. Und ja, ich musste gerade niesen, deswegen dieser Ausraster. So, setzen wir das Juwel ein. Der Edelstein war wohl Teil dieses Spiegels. Tun wir ihn an seinen Platz. Oh. Ah, da oben. Was ist das für ein Licht? Der Spiegel sieht irgendwie anders aus als vorher. Ja, ich fühle magische Energie hinter dem Spiegel, als wäre eine andere Welt im Inneren. Die andere Seite des Spiegels. Hey, versuchen wir reinzugehen? Hört sich spannend an. Oh, mein Kätzchen rollt sich hier gerade rum. Ah, das Lied kam mal während eines Traumes oder so. Schöner als ich erwartet hätte. Sieht aus wie der gleiche Raum wie vorhin. Aber es scheint fast, als hätte hier jemand bis gerade eben gelebt. Als wäre die Uhr allein für diesen Raum zurückgestellt worden. Ich frage mich, ob dies eine Art vergangene Welt im Geist der Magierin ist. Das heißt, dass wir sie betreten haben, als wir durch den Spiegel gingen. Was ist los? Der Spiegel, das Licht aus dem Spiegel ist verschwunden. Bist du sicher? Heißt das, dass wir nicht zurück können? Und was sollen wir jetzt tun? Ganz ruhig, Leute, besonders du, Jansen. Die Magierin hat doch öfter das Dorf besucht, oder? Es muss also einen Weg zurück in die normale We Welt geben. Sicher werden wir ihn irgendwo in diesem Anwesen finden. Ich weiß nicht, ob auf der Seite auch Kämpfe kommen. So, bringt das jetzt hier was? Nee. There she goes. Da ist es wieder. Etwas ist in den Spiegel gegangen. Vielleicht will es uns irgendwo hinführen. Sah für mich gerade aus wie die kleine Lirum, aber wird es bestimmt nicht sein. So, wer nicht ganz bescheuert ist, wird jetzt erstmal wissen, dass wir diese Statue hier entfernen wollen. Wieso sollte ich den denn drücken wollen? Ja gut, dahinter drücken. Hä? Okay. Damit ich an die Truhe komme in der anderen Welt, auf der anderen Seite. Ja. Das sieht ja nämlich ultra an FF9. Final Fantasy 9. Nur mal so. Oh nein, hier kommen auch Kämpfe. Aber bitte nicht wieder so eine Ekeldinger. Bitte nicht die gleichen. Bitte was anderes, ekliges wenigstens. Ich bin sehr skeptisch. Andere eklige Dinger. War da hinten gerade ein Ring oder ein Buch? Ein Buch? Alterslose. Gepanzerte Feinde? Ausrüstung? Nee, das kann Jansen. Jansen kann gut gegen gepanzerte Feinde gerade angehen. Okay. Wir sollten jetzt möglichst wenig MP verschwenden. Nur mal so. Oh, Jensen hat ja auch. Das ist echt schlimm. Minga hat auch nur noch 60 MP. Oh, was habe ich denn gemacht? Shit, ey. Ja, hier in dem Schatten. Nehmt alle Schatten. Könnte vielleicht helfen. So, das macht bestimmt nicht viel Schaden. Natürlich macht es null Schaden. Was?
Okay, ich habe mir viel gerechnet, aber nicht mit 0 Schaden. Oh nein, Geistmagier. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Siegel? Du versiegelst mich? Nicht, Jens! Ich hasse dein Leben. Weil es gleich vor Ende zu Ende ist. We've got a little problem over here. Fuck you! You know what? Just fuck you! Fuck you! Das ist jetzt schlecht. Wenn man das so sagen kann. Bitte nimm wenigstens du physischen Schaden. Sehr schön, danke. Ja, das war jetzt dreimal perfekt. Perfekt hintereinander. Jetzt würde ich spätestens den Erfolg bekommen. Aber ich habe ihn ja schon gehabt. Gut, einer stirbt. Der andere wahrscheinlich noch nicht, aber wenigstens stehlen. Fuck you. Wieso funktioniert denn das eigentlich nie? Komm. Oh, so close. Stehlen. 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 Verteidigen. Schatten, du bist der Einzige, der gerade noch richtig viel MP hat, deswegen... Kommt schon alle stehlen, 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 stehlen. Ich will dieses Sonnending haben. Ah, genau, Grenzsiderin. Dankeschön. Seelenpanzer hat nichts. Seelenpanzer hat nichts. Misserfolg, 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 Misserfolg. Schatten, stirb. Ich finde es so cool, wie die Gegner sterben. Einfach blub. Gut. Keim hat Anti-Versteinerung erlernt. Dankeschön. Danke, 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 danke. So. Wie schaut es denn aber mit den verknüpften Fertigkeiten aus? 1, 2, 1, okay. Alles klar. Ja. 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 Problematisch mit den MP. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen können, werde, können, werde. Okay, hier sieht es auch schon ein bisschen anders aus. Bist du hier offen? Nein, auch nicht. Hier oben können wir... Oh ja, ich erinnere mich an das Rätsel. Hä? Soll das eine Uhr sein? Das sind nur komische Symbole drauf und überhaupt keine Zahlen. Wir können bestimmt den Zeiger bewegen, ja. Schön. Danke. Nee, da gehe ich erstmal das Rätsel holen. Hier hinten müsste so eine Art Garten sein, glaube ich. Ups. Und... Oh. Und da sollten wir die Lösung des Rätsels finden können. Oder eben auch noch nicht jetzt. Oh, das Lied ist so geil. Okay, da könnte die Magier drin, Magierin drin sein. Oh, dieses Lied. Ich liebe dieses Lied gerade. Okay, let's get through this mirror. Mirror. Mirror's Edge. Oh Gott, jetzt ist es gespiegelt. Puh, warum reg... noch ein Flur? Puh, warum rege ich mich überhaupt so auf? Wir sind wohl auf der anderen Seite. Die Fenster und Türen sind alle auf der gegenüberliegenden Seite. Alles ist gut erhalten. In dieser Welt kann das Anwesen nicht sehr alt sein. Ah! Okay. Kampf. Kriegen wir hin. Locker easy. Oh man, this is getting
Hang on real quick. Drei Bücher, sehe ich das richtig? Bitte nur zwei. Sind es zwei? Es sind nur zwei. Gut. Ja, was anderes bleibt mir gerade eigentlich gar nicht übrig. Ich muss die hier vorne mit Magie plätten und die da hinten ohne Magie plätten. Oder eben auch mit Magie, aber die hier vorne muss ich definitiv ohne Magie plätten. That's a problem. That's a little problem. We got a little problem over here, yeah. Übrigens gibt es noch einen Erfolg für 500 Perfects insgesamt. Werde ich irgendwann ganz spät erreichen, wenn ich es überhaupt erreichen werde. Hiya! So, die sind damit schon mal Geschichte. Lufthaar. Wasserer. You gotta be kidding me. Huiahu. Ja. Ist ja schon mal eine ganz witzige Sache soweit. Wie hießen die Wiederbelebungsdinger? Engelschwinge. Ja. Sie soll auf jeden Fall EP bekommen, deswegen, ja. Wir sind jetzt alle vor den Büchern dran und ich glaube, die Bücher sterben jetzt, deswegen ist es ganz okay. Imperfect! Craft! Might! Power! Keine Ahnung, wie das im Englischen heißt. Oh, James hat schwarze Magie Stufe 4 erlernt und Max hat Sport erlernt. Sport ist wahrscheinlich sowas wie, hier, komm, alle greifen mich an jetzt bitte. Was sicher auch nützlich ist, aber bei Max, der voll wenig HP hat, vielleicht nicht, das sollte ich eher Keim beibringen. Aber erstmal Magie Stufe 4, schwarze Magie, Feuera, Luftra, Wasra, Erdra. Nee, halt, Wasserra, Feuera, Lufta und Erda oder Erdea, keine Ahnung. Geil. Habe ich damit auch hier jetzt neues Zeug bestimmt, oder? Nee, da fehlt noch eine Verstärkung von Schatten wahrscheinlich. Verstärkung, nicht Verstärkerung. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin sowas von am Arsch. Oh mein Gott, ich habe eine Mana-Kapsel gefunden. Seht, der Spiegel. Ein seltsames Licht geht von da oben aus. Also war der Spiegel die ganze Zeit über der Weg in die normale Welt und er hängt dem ersten Spiegel direkt gegenüber. Das Rätsel ist gelöst, nicht jetzt. Nicht Kampf, nein. Um Himmels Willen. Oh. Are you some kind of beast? Are you some kind of beast? Ah, das ist wieder eine okay Gegnergruppe. Die ist wirklich ganz okay. Die ist ganz ok. Okay. Du und du. Du. Damit sterben zwei von vier Gegnern. Definitely. Wow. What has happened? Boah, was geht gerade mit mir ab hier? Perfect, perfect, perfect. One perfect after another. Oh, geil. Der Soldat B stirbt, bevor er drankommt. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Weil sie tötet A und Jensen tötet, glaube ich, B. Wenn er es schafft. Ja, sehr geil. Oh nein. Ach du heilige Scheiße. Das ist dann wahrscheinlich Schwarze Magie Stufe 5. Und ich glaube, es gibt nur 6 oder 7 Stufen, oder? Oder gibt es 8? Oder gibt es nur 5? Ne, 5 gibt es definitiv nicht nur.
Okay. Okay, dokey. Okay, dokey. Ja, dann, Spott. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Schon wieder perfekt, ey. Jetzt habe ich den Bogen raus. Haha! Okay, Ming wird die Runde beenden. Und Max wird nicht mal mehr spotten müssen. Und falls ich gerade irgendwie verschnupft klinge oder so, mein Heuschnupfen setzt nur wieder ein. Ich habe mir noch keine neuen Tabletten zugelegt, weil ich die über den Winter nicht brauchte. Oh. Oh. Aber es geht wieder los. Wir haben jetzt den 22. März. Frühling haben wir damit schon. Echt mal, es ist kein Winter mehr, geil. Oh, endlich nicht mehr Winter. Ich freue mich jedes Mal, wenn kein Winter mehr ist. Ich mag Winter wirklich vergleichsweise absolut nicht. Also Frühling finde ich am geilsten. Sommer ist auch richtig cool. So Schwimmbad und so halt. Aber wenn ich mir wirklich eine Jahreszeit aussuchen müsste, die dauerhaft wäre, wäre das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Frühling. Weil es einfach angenehm ist. Einfach ultra angenehm. So, jetzt ist das hier offen. Ja, cool. Und dann gehe ich jetzt erstmal nochmal zurück in die alte Welt, also in die richtige Welt. Ja, mit meinen fast 17.000 Gold. Oh shit, ich will einkaufen, Mann. Hübsch. So. Ach nee, hier kommen jetzt wieder Kackgegner. Danke. Ich muss jetzt erstmal Mana-Kapseln verbrauchen. Wenigstens zwei. Also Jansen braucht eine. Nee, zwei sind hier entweder Kug für Heilung. Kök oder Keim für Machttreffer und so. Die letzte hebe ich mir noch auf. Definitely. I'm gonna save this for later. For later. Da hinten hat was geblinkt, oder? Sind hier wieder Dunkeltüren? Nee, tatsächlich nicht. Geil. Heißt, ich muss mich jetzt nicht dazu zwingen, zu kämpfen. Danke für ein Samen. Nee, Gedichtfragment sehen. Eingebettet in die Traurigkeit. Das ist alles, was ich entziffern kann. Der Rest ist verschwommen. Kann ich hier durch? Nein, okay. Gut, dann jetzt ganz schnell durchsprinten. Habt ihr das auch gesehen? Hinten am Spiegel dran? Nee, nee, Spiel ist nicht gruselig. What the switch? Das ist echt dezent, wie soll ich sagen, nennen wir es verstörend. Aber gut. So. So, den Kampf sollten wir eigentlich mit nicht so großen Schwierigkeiten schaffen. Ich hab's verpennt, Mann. Ich hab grad auf die Partzeit geguckt. Meine Fresse. Ach nee, das waren ja wieder die Gegner. So, Schatten wird den töten. Oh, nice. Das ging Gott sei Dank sehr schnell. Der Kampf wird generell sehr schnell vorbeigehen, wie ich das gerade sehe. Mann, ich hab Medusas Kopf, du Fotze. So. Na, dann macht ihr noch schnell hier gemeinsam den platt und dann hätte sich das auch erledigt. Ja. Was machst du? Ach, verteidige dich einfach.
so, es sollte schon reichen, oder? Oh, nicht ganz. Okay, Keim. Do it! So, und Ming sollte das, glaube ich, abschließen hier. Ja. Sehr schön. Das lief schnell, effizient, gut. Wunderbar. Keim hat Combo erlernt. Yeah! Gleich mal ausrüsten. Das machen wir auf jeden Fall. Hier kann ich erstmal Anti-Gift rausnehmen. Anti-Gift braucht hier gerade echt keine Sau. Combo. Wombo. Was können wir stattdessen? Wall, Spott. Spott erlernst du bitte. Und du hier hast das auch schon erlernt. Machttreffer ist aber ganz gut, wenn du das erstmal da unten drin behältst, glaube ich. Ja, das wäre schon ganz cool. So. Und du hast Geistmagie Stufe 3, das legst du auf jeden Fall fest. Und ja gut, das brauchst du echt nicht festlegen. Und erlernst noch am besten noch was Magisches von Jansen. Schwarze Magie Stufe 4, bitte. Ja, schwarze Magie Stufe 4 kriegst du erstmal. Ja. Definitely. Yeah. Definitely. Huh. So, jetzt will ich nochmal wissen, was war das gerade? Hat hier gerade was geklopft an der Tür? That's scary. Whatever. Erstmal nochmal speichern. Ja. Jetzt habe ich wirklich fast 17.000. Danke. Und jetzt nach dem Speichern gehe ich nochmal hier hin, denn die Truhe sollte jetzt, glaube ich, frei sein. Theoretisch. Ja. Die Säule ist einfach weg, die ist in der Truhe. Ne, die steht hinter der Truhe, Tatsache. Ha. Ich bekomme eine himmlische Platte. Was in Gottes Namen bringt mir eine himmlische Platte? Platte, auf der die Himmelssphäre aufgemalt ist. Ah, ich glaube, ich weiß, was mir das bringen kann, könnte. Komme ich hier noch durch? Ja. Ja, ich glaube, ich weiß, was das bringen könnte. Aber es sind jetzt alles nur Vermutungen, weil den Dungeon kenne ich wirklich vergleichsweise gar nicht mehr. Ich weiß, ich hatte ja damals, glaube ich, auch mit Komplettlösung drüber geschaut, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil ich damals noch viel zu behindert war für solche Rätsel. Vor 4,5 Jahren war ich, Moment, halbes Jahr runter, bin ich 17, 4 Jahre weg, da war ich 13. Könnt ihr nicht zu viel von mir erwarten, ja, mit 13 war ich noch ein richtig schwules Kackkind. Muss man schon mal so sagen. Ich hasse mein 13-jähriges Ich. Kann man ja mal so ganz offen und ehrlich sagen. Gut. Ja, dann weg mit den Gegnern oder so. Oh, geil. Geil, dass ich die Attacken jetzt auf, also Kraft jeweils auf A und B gemacht habe, weil A und B kommen erst nach Ming und Jansen dran. Somit kommen die beide nicht mehr dran. Bam. Und Bam. Haha. Oh nein, nicht auf Seth, nicht auf Seth. Okay, kein Bremse, okay. There's no problem at all. 653? Ihr wollt mich doch irgendwie ärgern? Kann das möglicherweise sein? Ich weiß nicht, ist nur so ein Gefühl. Hm? Boah, du kannst jetzt alle drei Magien, Mann. Du bist voll die geile Bitch. Voll die geile Bitch. Okay, das soll es gewesen sein. Perfekt. Und Ming wird es wieder beenden. Perfekt. So Keim heilen wird ein Spaß. Ja. 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 Ey, ja.
Raus. Wie machen wir weiter? Ich würde ja jetzt... Kann ich mit dem Ding irgendwas machen? Nee. Dann würde ich jetzt schon sagen, dass ich hoch muss. Weil hier oben war ja... Bug. Weil da oben war irgendwas mit Himmelssphäre und hier hieß es jetzt gerade Platte mit Himmelssphäre und alles. Vielleicht kann ich die da oben irgendwie einsetzen. Oh, ich weiß es echt nicht mehr. Und nach dem Kampf, also nachdem ich das da oben probiert habe, werde ich wahrscheinlich erstmal cutten. Beziehungsweise muss ich dann, weil Parzeit sagt langsam, beende mich! Beende mich! Ja, und da wollen wir natürlich dem Wunsch nachgehen. So, du holst uns bitte einen Heilungstrank und gibst den Keim. Dann werden auch gleichzeitig noch ein paar MP geheilt. Yeah. Wow, das hat extrem wenig HP geheilt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow, hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Aber hey, er hat jetzt volle MP. Yeah. Ach du Kacke. Wie soll ich die HP denn wieder wegheilen? Ohne MP. Ich habe ja keine MP. Und ich habe ja auch keine Heilgegenstände. Ich habe ja nichts. Ihr fickt euch alle richtig tief in den Arsch. Nein. Mann, fuck, ey. Ja, ich gucke jetzt erstmal auf mein Handy. Ist mir doch egal, dann. Toll. Kampf geschafft. Yeah. Ich bin ganz schön am Arsch. Wie in Gottes Namen soll ich diesen Dungeon schaffen? Wenn ich keine Heilung habe. Ich habe ja keine HP-Heilungsmöglichkeiten. Ich habe ein paar Items, die ich aber ganz gern nicht alle verschwenden wollen würde. Und ich habe keine MP-Heil-Items. Das heißt, ich kann auch niemanden nutzen, um meine MP jetzt krass aufzufrischen. How in God's name am I supposed to do this? Oh, ich habe noch Heilungskraut. Oh, das ist stark. Okay, kann ich hier jetzt was einsetzen oder nicht? Himmelssphäre. I did something. Hä? Tschüss und bis zum nächsten Mal.